Wiener Reparaturgeschichten. Mein Name ist Andreas Lorenzi, ich bin Messerschleifer in der 6. Generation. Den Betrieb gibt es seit 1835 und ich selber bin seit 13 Jahren, seit 2005 tätig in der Firma. Wir sind heute bei uns in der Schleiferei, wo wir Messer, Scheren und sonstige handgeführte Schneidwerkzeuge bearbeiten. Heute geht es ums Küchenmesser und da ist vielleicht ganz interessant zu sehen, wie viel Arbeit da tatsächlich dahinter steckt. Viele Leute glauben, wir gehen da kurz ins Kämmerchen nach hinten und sind da mal wo durch und das Messer ist fertig. Dem ist aber leider nicht so. Im Konkreten sind das 4 Bearbeitungsschritte auf verschiedenen Geräten. Es wird das Messer auf einem Schleifband einmal grob vorgeschliffen, in Form gebracht und auch die Geometrie wiederhergestellt. Dann wird das Messer geblistet, das ist ein alter Ausdruck zur Oberflächenbearbeitung, wird im Endeffekt wieder ein Schleifstrich drauf gemacht, so wie das Messer auch neu aus dem Werk kommt. Dann wird das Messer poliert und dann im letzten Schritt noch abgezogen und dann eingepackt. Also das ist doch ein ziemlicher Aufwand, wie man es eben selber zu Hause nicht wirklich leisten kann, wenn man die Geräte und die Erfahrung nicht hat. Was man aber selber machen kann, wozu ich auch jeden herzlich einlade, ist, das Messer scharf zu halten mit einem Wetzstahl oder einem Schleifstein oder sonstigen. Da gibt es unter anderem auch abendfüllende Kurse zu dem Thema davon. Ich habe vor kurzem meine Lehrabschlussprüfung hinter mich gebracht. Ich hatte leider sehr stumpfe Messer schon. Das ist sehr unangenehm für die Hand und auch sehr anstrengend. Man braucht viel länger und es macht keinen Spaß zu arbeiten damit. Dann bin ich zum Herrn Lorenzi gegangen und habe meine Wertenmesser schleifen lassen. Ich habe sie in kurzer Zeit wiederbekommen und war unglaublich begeistert, wie schön scharf sie wieder waren. Und es macht einfach irrsinnigen Spaß, damit wieder zu arbeiten. Es ist auf jeden Fall das A und O, geschliffene Messer zu haben. Das Schleifen von Schneidwerkzeugen ist eigentlich ungemein sinnvoll und in Wirklichkeit auch eine der frühen Reparaturdienstleistungen in der Kulturgeschichte. Wir können eben dadurch die Lebensdauer nicht nur um ein paar Prozent erhöhen, sondern vervielfachen. Also wir haben immer wieder Messer und alte Scheren, die sind also gute 100 Jahre alt und werden auch locker noch einmal so alt bei ein bisschen Pflege. Also das macht also sehr großen Sinn und uns sehr große Freude, dass wir alte, gut gemachte Dinge am Leben halten können.